Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der UGF Bayern Map. Und mit dabei seid ihr der Marco, der Christian und der Lukas. Und als Talkgast ist mit dabei die Tamina. Hallo. 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 Jo, wir machen hier weiter mit dem ganzen Gedöns. Ich habe mir jetzt einfach mal den Grupper geschnappt. Christian ist am Stroh sammeln, wie ihr gerade gesehen habt schon. Ja, Lukas fährt Passender ab. Auftritt. Genau, und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich nehme als Zwischending mal einfach das Grubbern mit rein, wieder mal für ein Feld oder so. Dass wir einfach ein bisschen mehr Abwechslung mit reinkommen bekommen und dann können auch mehrere Leute mitmachen. Und ja. Ihr könnt reden. Ja, können wir. Ja. Ja. Was macht ihr Weihnachten so? Oh. Mit Verwandtschaft Weihnachten feiern und sonst alleine rumsitzen zu Hause. Ah, ja. Ja, Heiligabend sind unsere beiden Eltern und dann erst Weihnachtszeit mit Oma und Opa. Ja, Naja. bei mir ist es ungefähr gleich. So war es früher mal. Heiligabend, Familie und dann Verwandtschaft am ersten Genau. Weihnachtsfeiertag. Genau. Also Verwandtschaft in Bayern, wenn ich dahin fahre, dann ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag Verwandtschaft und Ich freue mich über meine Geschenke. ja. Oh. Oh. Und Chris, was kriegst du alles geschenkt? Mein Zimmer wird umgebaut. Okay. Oder komplett renoviert, sagen wir es mal so. Das heißt. Neues Bett, neuer Schrank, neuer Schreibtisch, ein Schlafsofa, das Ganze. Entweder wird noch die Wand zum anderen Zimmer durchgebrochen oder ich weiß es noch nicht, was hier noch so Okay. passiert, ab Weihnachten. Das Ganze passiert bei mir im Frühjahr. Ja, ich hätte mich entscheiden können, ich kann in unser Gästezimmer noch mithaben und ich kann den Dachboden haben, aber Dachboden da oben habe ich kein Internet, kein richtiges. Und Kauft ihr doch einen WLAN-Verstärker? brauche ich nicht. Habe ich auch. Ist wirklich gut. Es kommt ja hier rauf was. Ich habe ja hier oben jetzt noch genügend. Ich habe ja drei Strichchen. Mein WLAN-Router ist nur einen Flur entfernt. Meiner ist direkt unter dem PC. Schön. Du hast aber das doppelte und bessere Internet, Herr Marco und Herr Christian. Ich und Lukas eiern mit 6000 durch die Gegend. Ich habe gerade 50 Hacke. Oder 40. Habe ich auch. Naja. So. Wo hat denn Christian angefangen hier? Dann. Ach so, du guckst gerade auf meinem Fenster. Jo, ich habe ja nichts anderes zum Tun. Jojo. Aber mal gucken, was ich Weihnachten tue, wenn ich da bin, da nicht nach Bayern fahre, dann tue ich so oder so zocken. Das ist bei mir auch. Dann hat. Hardcore-Zocker. Warum? Was soll ich sonst tun? Soll ich blöd in der Weltgeschichten rumeiern? Ja, ich kann mir eh nichts tun draußen. Das ist ja wie eine tote Hose. Genau. Außer ein Stall irgendwie was umbauen, das war's eigentlich schon. Auch das machen wir ja dieses Wochenende schon. Jo. Mal bisschen Kühe da wieder hin und da wieder was und da und allen möglichen Scheiß. Wir reißen gerade unseren alten Kuhstall ab. Prima. Sehr schön. Also nicht abreißen, sondern nur innen alles rausreißen. Da kommt dann Ach ja, Strom das unten hast du ja rein mal. für Rinde. Ach ja, das hast du ja mal erzählt. Müssen wir auch mal machen, uns einen alten Stall abreißen. Bullenmast. Milchviehhaltung rentiert sich nicht mehr. Ja, ist auch so. Ja, wir haben halt einen neuen Stall mit 80 Kühe, deswegen. Boah, wir haben auch einen Stall, da passen 70, 80 rein. Bin ich nicht froh, dass ich nicht Stall muss. Ha! Ha! Wieso? Ha! Ha! Ich muss das. Das ist doch schön, nach der Arbeit noch, wenn du um 8:30 erst nach Hause kommst von der Insel und dann noch in den Stall darfst, das ist doch. Das ist doch gar nicht, es gibt nichts Besseres. Nee. Es gibt nichts Besseres als auf eine funktionierende. Funktionieren.de besteht aus Arbeit und paar so 25, 30 weißen, roten Ladies.
Die sind die besten, aha, das sind die besten Freundinnen oder beste Freunde. Aha. Die sind jedes Mal glücklich, wenn du ihnen was zum Fressen gibst. Also, die meckern nicht, die muhen ab und zu mal. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehst du. Aha. Gymnasiasten brauchen ein bisschen länger zum Denken. Merkt man. Oder kennst du irgendwelche schwarz-weißen oder rot-weißen Ladies? Mit, nö. Mit bisschen Lockenfell und so. Ich glaube, das ist der letzte Typ auch verstanden. Genau, das nennen sie, die haben auch die Rasse, die nennen sich auch Cherolet. Das hat vielleicht der ganz letzte noch verstanden. Du kannst den Streifen mit sehen. Mhm. Wir können ja mal kurz GPS einstellen. Oder durftest du eh einmal durchfahren und dann war's das. Mhm. Dann kann ich wieder abtanken fahren. Ja, und dann ja, ist der Anhänger ist doch eh glaub fast voll, oder wie war das? Ja, den habe ich mal abgekippt, das war ja jetzt nur Raps ist, deswegen. Ja, Raps gibt sowieso nicht viel ab. Wie sind eigentlich die Preise da gerade zur Zeit für den... Wir haben so viel Weizen, also wenn Weizennachfrage kommt, dann wäre es mal schön. Sind wir steinreich. Dann können wir uns auch einen Steier leisten und mal was Vernünftiges. Oder ein Glas, oder ein Fendt. Pff, die Fendt kommen nicht. Och, die habe ich heute in 13er gespielt, das ist... Ist ein Traum. Aber immer 13 mit 15 und vielleicht, boah, gar nicht mehr gewöhnt. Aber mal gucken, vielleicht bekomme ich sie ja vom LU-Verband rüber. Und kann die dann testen. Wir können ja die von Agumodin nehmen. Du kannst gleich die nächste Schlaue nehmen, Christian. Jo, warte, ich fahre noch ein Stück. Christian, Gas geben. Du hältst uns auf. Ich komme hier nicht so schnell nach. Ja, dann untergruppe ich jetzt einfach den ganzen Scheiß. Ja, das ist ja wertvolles Geld, das verloren geht. Ach, ja, aber ich habe jetzt da keine Zeit, hier hinterher zu tuckern. Hallo Lukas, geht's dir gut? Wie geht's Ihnen heute? Na klar, perfekt, naja, geht so. So. Wir bräuchten mehr Ladewagen. Oder den größeren. Kann einer mal gucken, was der größere Bergmann kostet? Uno, Moment. Und was da reinpasst vor allen Dingen? Den 59.000 und 38 geht rein. 59.000, tralala. Marco, bist du noch am... Ja, ich versuch's gerade, wenn das schneit, wenn ich so ein bisschen mitbacken würde. Gerste dreschen, meine ich. Ne, das nicht mehr, das habe ich fertig. Dann könnten wir ja... Einfach auch ein Anhänger oder so. Ja, dann könntest du ja einen Wagen voll Weizen, weil das haben wir am meisten, irgendwo hinfahren, wo es am meisten Geld gibt. Mhm. Warte mal, wo ist denn der Schatz? Das musst du dann selber organisieren. Und dann kann Christian... Warte, Chris, lass mich vor. Ja, ja, aber dann kann Christian seinen letzten Wagen voll abkippen fahren und den zum Händler dann. Ja. Und dann können wir, und dann kann man umbauen mit, dann kommt halt der Deutz irgendwie vor einen Anhänger oder irgendwie. Mehr Deutz vor Anhänger und. Oh, T6 muss halt einfach der Ladewagen sonst. Jo, Gewicht davor. Wie viel Liter hat der große? 38. Ah. 38 und nächster okay. Vorteil, du kannst schneller fahren. Bei 25 durchschießen. Genau. Weizen. Dann kommst du nämlich auch schneller voran, weil dann kann ich nämlich jetzt dann in Ruhe gruppern, nämlich hier hin und her. Und mit welchem Schlepper? T6. Okay. Dann steht der M-Betrag. Dann steht der M-Betrag nur noch rum. Der kann ja von Düngesteuer. Ja, aber. Entweder fragen wir mal die Bank, ob wir mal 200.000 Kredit bekommen und uns... Also soll ich jetzt anfangen mit Absage? Ja, ja, das kannst du machen. Entweder fragen wir die Bank, ob wir mal ein bisschen Kredit wieder bekommen
Und ob wir da, ja, 200.000 bekommen, damit wir den Steier kaufen können. Wäre halt angenehmer, weil wenn wir einen größeren Schlepper haben, können wir auch einen größeren Grupperdorf verhängen. Mhm. Ein Scheibenegger oder so. Ja, genau, 6 Meter. Die 8 Meter. Die 8 Meter Pferdestät. Wenn die geht, überhaupt nicht, dass wir mit 6 km/h durch die Gegend eiern. Nee, nee, am Steier geht die. Ich am weiß Steier es nicht. Geht gut. Ich hab's mal getestet. Die geht ja. Die packt ja locker. Weil das wären halt so kleine Investitionen, wo man mal wirklich machen könnte dann. Weil das dieses ja, langsame, es ist schön, wenn du alleine spielst, keinen Zeitdruck hast oder alles wunderbar ist. Alleine ist der wunderbar, der Menge leer, aber einfach für das jetzt hier, wenn wir so viele Leute jetzt sind auf einmal wieder dann und du machst, komm, willst vorankommen eigentlich und es geht einfach nicht, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist echt blöd. Wo soll ich den Ladewagen dann hinstellen? Zum Händler. Okay. Aber ich denke, das, ich weiß nicht. Ich denke mal im nächsten Part werden wir den kaufen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind, weil ich habe keine Uhr gestellt. Das ist immer gut. Also keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Das wird aber nicht reichen. Ich habe jetzt noch einen. Warum, warte mal, wenn wir den Ladewagen verkaufen, ich weiß nicht, was der bringt jetzt normalerweise. Du bist jetzt ungefähr bei 12 Minuten. Ah, okay. Dankeschön, Tamina. Schön, dass es dich auch noch gibt. Ja. Der bringt 8000. 8000. Du nimmst 5000. 5000. Nee, warte mal. Du, Christian verkauft ja jetzt nochmal 3000, 4000. Oder 2000, was der bekommt. Und dann können wir ja. Und ich krieg noch die 20% Bonus. Genau, und dann ist so oder so Geschichte. Dann können wir den ja kaufen. Mhm. Aber da werde ich mich dann mal kurz, wenn ihr den kauft, eh durchtappen, dass ich den mal angucken kann. Kannst du mal. Ja. Oder im nächsten Part, entweder fahre ich den schnell selber mal ein Part, dass die das sehen können. Oder ich gruppe weiter, aber ich kann auch weiter gruppern. Das ist auch nichts. Du kannst ja dann sehen, wenn ich fahre. Jo, oder also, so. Haben halt einen großen Traktor zu wenig jetzt schon fast. Ja, deswegen meine ich ja, entweder latsche ich zur Bank und frag die liebe Bank, ob wir nicht mal ein bisschen Zuschuss bekommen oder den Händler, ob wir nicht ein bisschen Rabatt bekommen für den Steier. Mhm. Weil das wäre halt dann schon, wenn wir da ein bisschen Rabatt bekämen und ein bisschen Kredit aufnehmen könnten, dann wäre das halt deutlich angenehmer, weil dann. Deutlich. Weil dann hätten wir den, dann könnten wir irgendwann noch eine Scheibenecke kaufen. Mhm. Aber das werden wir dann im nächsten Part machen, denke ich. Denn nach meiner Uhr jetzt, dann sind wir bei 13 Minuten oder sowas, 14 Minuten. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert das Video. Teilt das Video an andere Leute weiter, dass die auch zuschauen können. Neue Zuschauer, ihr könnt gerne mal den Abo-Button drücken und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Chris LP. Ciao. Tschüss.